Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Waifu-Kampf. Das müsste jetzt der vierte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gegen den lieben @pkaukowitz auf Twitter, nehme ich an. Wir nehmen nochmal dasselbe Team wie die letzten beiden Kämpfe. Dann haben wir drei Kämpfe mit dem Team und ich denke, das ist vertretbar. Zumal der letzte Kampf war jetzt nicht ganz so cool, deswegen machen wir hier jetzt noch einen mit dem Team, der hoffentlich ein bisschen interessanter ist. Denn der liebe Arguan hat mir tatsächlich geschrieben, dass sein Team nicht battle-ready war, sondern nur eins von seinen Pokémon. Wir nehmen mal Titelverteidigungskampf. Das ist doch eine gute Musik. Und deswegen zählen wir den letzten Kampf nicht so wirklich. Sagen wir, wir stehen einen halben Sieg zu einer Niederlage mit dem Team. Und schauen wir, was er so dabei hat. Oh, er hat... er hat drei Ultra-Beasts dabei. Ne, gar nicht. Das erste Viech ist kein Ultra-Beast. So, ich glaube, die Dinger sind... Ach, bei dem ersten weiß ich es nicht. Primarina ist Wasserfee. Dann haben wir, glaube ich... Der Moskito ist, glaube ich, Kampfkäfer? Ich glaube, er ist Kampfkäfer. Dann haben wir auf jeden Fall Gesteingift. Wir haben Gesteinflug, glaube ich. Und natürlich Mimikma, das Geistfeen-Pokémon. Giftschwäche, Giftschwäche, Wasserschwäche, Flugschwäche. Oh, ich weiß nicht, was das letzte für einen Typen hat. Ich weiß nicht mal, wie das hieß. Das komische allerletzte Legendary. Necrozma. Psycho. Okay. Wir liegen wieder mit Bumblebee, denn ich weiß, dass er die Tarnsteine haben könnte. Auf dem... Ach, wie nennt sich das Gestein giftig? Düm, düm, düm. Ich liebe diese Musik, ne? Düm, 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 düm. Pokémon-Trainer Yuri fordert dich heraus. Wir lieben gegen Yuri mit Bumblebee. Ja, Anego. Ich hatte mir schon fast gedacht. Ich hoffe, Anego lernt keine Prio-Attacke. Und wir können einfach direkt mit dem Falterreigen uns einmal boosten. Das wäre nämlich eigentlich ganz nett. Denn wir haben die Kraftreserve Boden immer noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Gegen das er sogar viermal schwach ist. Ich weiß, er könnte theoretisch mit einer Giftattacke angreifen. Vielleicht legt er auch einfach nur die Tarnsteine raus. Denn wir sind tatsächlich schwach gegen beide seine Steps. Aber er müsste uns mit einer Giftattacke auf 1 KP bringen. Okay, er geht auf die Juwelenkraft. Ich hoffe, wir sind schneller nach dem Falterreigen. Ansonsten haben wir nämlich eine Runde verschwendet. Und ich glaube fast, wir hätten ihn so oder so gewone-shottet. Mit der Kraftreserve Boden. Jetzt, wo ich über nachdenke, dass er viermal schwach ist dagegen. War also eventuell ein Missplay von uns. Das werden wir gleich herausfinden, sobald wir die Kraftreserve Boden eingesetzt haben. Okay, wir sind schneller, sind plus 1, solange er nicht gefokus-sashed ist. Okay, du bist definitiv sehr tanky. Crit hat voll gemattert. Der Crit hat voll gemattert. Ah, Beast Boost, da war was. Das Ding hat so eine asoziale Fähigkeit. Das Ding hat so eine asoziale Fähigkeit. Wer von euch an reicht einen Schattenstoß von Peekaboo aus bei der Range, um das Ding rauszunehmen? Ich gehe in Holger. Ich gehe auf Nummer sicher und wechsle den Holger und das Slimog. Das ist hoffentlich beim nächsten Kampf mal nicht dabei. Ich glaube, das hatte ich jetzt in allen vier Kämpfen dabei. Und dann gehen wir auf... Wir gehen auf den Abschlag. Wir gehen einfach auf Nummer sicher. Wir überleben auf jeden Fall einen Angriff. Wir sind nur schwach gegen Boden und das Ding hat nie im Leben... Ist er gescarft? Das Ding ist doch nie im Leben so schnell eigentlich. Also, nie im Leben so schnell, dass es mein Dingens outspeeden sollte. Mein Bundlebee. Ja, Weichschall. Dachte ich mir, das Ding ist auch nochmal auf die Juwelenkraft gegangen. Okay. Er schickt Moskito rein.
So, und ich glaube, Mosquito, du warst tatsächlich Käferkampf. Dann gehen wir. Da ich ein bisschen Angst habe vor einer Steinkante, es könnte sein, dass er jetzt meinen Switch in Ruby predicted und auf die Steinkante geht, und darauf habe ich keine Lust. Und deswegen wechseln wir hier an dieser Stelle aus in unser. Oh, Double Switch. Primarene schickt er rein. Hat eventuell was anderes predicted, nämlich tatsächlich unser Ruby, wollte uns quasi da reinzwingen. Aber wir gehen hier auf den Schwertanz, hoffen, dass er keinen Siedewasserburn bekommt. Denn das wäre sehr, sehr uncool. Mondgewalt, okay. Geh auf die Mondgewalt, ist in Ordnung. Kann ich auf jeden Fall wegstecken. Ganz offensichtlich. So, dann schauen wir einmal, welcher Move mehr Base-Power hat. Ich glaube zwar Knuddler. Knuddler hat eine Base-Power von 90, Dunkelklaue hat eine Base-Power von 70. Und Knuddler hat zwar die geringere Genauigkeit, aber die 20 Base-Power-Unterschied sind mir doch ein bisschen zu ausschlaggebend. Und Primarine ist damit ein One-Shot, das ist schon mal gut. Ich weiß, er hat uns jetzt unseren Dingens weggenommen. Er könnte jetzt in sein Peekaboo gehen und uns damit quasi selber rausnehmen. Genau, mit seinem eigenen Mimikma. Denn wir werden keine Dunkelklaue überleben können. Opfern wir es wirklich? Macht es Sinn, das einfach zu opfern? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es macht echt mehr Sinn, das noch zu behalten. Was schicken wir denn stattdessen rein? Kann Argos einen Hit einigermaßen tanken? Was für Attacken hat Mothership nochmal? Wir gehen hier auf den Schattenstoß. Einfach, um den rauszunehmen, den Kostümspuk. Er wird an dieser Stelle höchstwahrscheinlich einfach auf eine Dunkelklaue gehen und uns damit rausnehmen. Denn die werden wir nicht wegstecken können, je nachdem, wie es spielt. Aber höchstwahrscheinlich, das hatte ich mir schon fast gedacht, die werden wir nicht wegstecken. Er hat auch den Leben Orb, okay. Dann gehen wir an dieser Stelle. Ruby, überlebst du das? Ich hoffe mal, Ruby überlebt das. Denn jetzt zeige ich euch den Z-Move, den ich euch schon vor zwei Kämpfen zeigen wollte. Und ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Dazu müssen wir nur einen Angriff überleben. Dazu müssen wir nur einen Angriff überleben. Er geht auf den Schattenstoß. Den stecken wir locker weg. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt unser Z-Move. Woo! Ruby und all seine Kräfte setzt eine Z-Attacke ein. Willkommen beim Z-Spiegeltrick. Rippen-Mimikma. So, und der Z-Spiegeltrick erlaubt uns nicht nur, die Z-Version einer gegnerischen Attacke einzusetzen. Er hat auch noch einen anderen ganz netten Effekt, den ich euch gleich erläutern werde. Denn ich glaube, ich kann den unteren Screen recht einfach einblenden. Ich glaube, ich habe es noch eingestellt. Jetzt überlegt er erstmal, was mache ich? Okay, er schickt eine Crossmine in den Kampf. So, und wenn wir jetzt mal nachschauen, da habt ihr meinen unteren Screen. Seht ihr? Unser Angriff ist um 2 Stufen erhöht.
Leider nicht genau das, was ich gehofft hatte. Denn ich habe vergessen, das war jetzt natürlich sehr schlau von mir, ihr seht das schon da unten. Ich habe vergessen, wo bist du? Da, Fensteraufnahme. Ruheort zu ersetzen. Sehe ich gerade erst, ich habe vergessen, Ruheort durch Akrobatik zu ersetzen. Das ist so ein, sollte nur so ein kleines Haha-Lustig-Set werden. Weil wir quasi einen gratis plus 2 Angriff bekommen. Und das bedeutet, wir müssen uns jetzt einfach auf den Orkan verlassen. Natürlich geht er daneben. Natürlich geht der Orkan wieder daneben. Du magst mich nicht, oder Ruby? Warum magst du mich nicht? Wir haben eine 70%ige Chance zu treffen und das geht daneben. Jetzt ist er nämlich auf jeden Fall schneller als wir und wird uns rausnehmen mit der Psychokinese. RIP Ruby. Was kommen die auch mal alle mit ihren Legendaries an? Weißt du, ich habe noch keinen Legendary benutzt, glaube ich. Habe ich einen Legendary benutzt? Habe ich Tapu Koko benutzt? Ich glaube nein. Kommen sie mit ihren Ultra Beasts und ihren Legendaries an und ich bin salty, weil ich vergessen habe, einen richtigen Move draufzulegen. Auf mein kleines Trollset. Durchbruch nimmt uns nicht raus. Nie im Leben. Ich weiß, er hat die Fähigkeit, die den Schaden von sehr effektiven Attacken reduziert, aber Schwächenschutz, Steinpolitur, Necrozma. Du Assi. Schattenstoß. Biatsch. Okay, damit sind wir ein Ultrabeast los, ein Legendary. Ich glaube, wir haben noch irgendwas von ihm rausgenommen. Vorher schon. So, mein Problem ist, dass sie sich hier jetzt vermutlich einen Beast Booster haben. Ach genau, einen Primarena haben wir rausgenommen. Das heißt, er hat noch Migunior? Nee. Minior? Minior, glaube ich. Das Meteor-Ding. Mosquito. Und ach nee, er hat tatsächlich nur noch die beiden. Nur noch Minior und Mosquito, glaube ich, ne? Ja. Okay. Das heißt, wir gehen. Haben wir irgendwas, an das wir sich herauswechseln können? Ich glaube fast nicht. Wir gehen hier auf den Gift-Heap, machen einfach so viel Schaden, wie wir können. Wenn er uns nicht rausnimmt mit einem Protzer, okay. Ich habe das Gefühl, er boostet gerne. Ich habe das Gefühl, er boostet seine Mons echt gerne. Oh mein Gott, das macht hier gar keinen Schaden. Ahahaha. Ja gut, ich hoffe dann mal auf einen Steinkanten-Crit, ne? Okay, er geht einfach aufs Erdbeben, das überleben wir nicht. Nope, das überleben wir nicht. Und er ist jetzt auf plus 2 Angriff. Ich weiß nicht, wie schnell Mosquito ist. Ich bin mir echt nicht sicher. Verdammt. Aber ich hoffe einfach mal. Ach nee, wir haben unser Peekaboo ja gar nicht mehr. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass Arcus das reißen kann. Und dass uns nicht mit einer Kieferattacke one-shottet. Go, go, Kyroball! Blutsauger, den überleben wir aber. Du bist plus 2, aber wir überleben den Blutsauger. Wir sind nämlich cool. Wir sind cool, deswegen überleben wir den Blutsauger. Guck, sag ich doch. Und wir critten jetzt noch, weil wir sind noch viel cooler. Oh, das war sogar ein Crit. Oh, hätten wir das Matchup schlauer gespielt, ne? Hätten wir das Matchup schlauer gespielt, wir hätten uns einfach Ruby aufheben müssen für das Ding. Wir hätten uns Ruby aufheben müssen für das Ding. Dann wäre es ein locker One-Shot gewesen. Jetzt ist er auf plus 3 Angriff. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zugeben, das Scheußgaff Nihilego, also das Gestein Gift Viech Ultra Beast, war ein guter Fake-Out, weil ich damit nicht gerechnet habe. Er ist schon wieder bei vollen HP, ne? Ja, war mein Fehler.
Trotzdem, dafür, dass er drei Legendaries dabei hat, finde ich, haben wir uns gar nicht schlecht geschlagen. War halt nicht so gut gespielt von mir. Wir gehen einfach auf die Kaskade. Vielleicht haben wir ja Glück und nein, wir outspeeden ihn nicht. Und mit dem Kraftkoloss, um uns noch richtig schön eins reinzuwürgen. Nimmt er uns raus. Diesmal wurden wir irgendwie ein bisschen gestormt. Ich meine, wir wurden nicht 6-0 gestormt, wir wurden... Das war nicht mal ein Storm, 2-0. Ich meine, hey. Aber ja, das war nicht gut gespielt von uns. Egal, nächstes Mal sehen wir uns dann mit einem anderen Team wieder. Immerhin habt ihr jetzt noch einen extra Wi-Fi-Kampf. Keine Ahnung, vielleicht ladet den ja schon am Dienstag hoch. Habt ihr quasi Montag und Dienstag direkt zwei Wi-Fi-Kämpfe. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.